Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Update-Video. Meine Damen und Herren, heute gab es ein fettes neues Fortnite-Update. Und es sind ein paar krasse Sachen reingekommen. Es gibt ein paar Spoiler für die neue Season, beziehungsweise, und dazu kommen wir in dem Video, dem neuen Fortnite Chapter 3, Kapitel 3. Leute, wenn ihr keine Spoiler haben wollt, dann guckt euch das Video nicht weiter an. Liken und abonnieren könnt ihr natürlich trotzdem. Wenn ihr nicht wissen wollt, was zum Live-Event passiert, was bei Chapter 3 passiert, dann wäre es der richtige Moment, um wegzuschalten. Für alle anderen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Also, heute gab es ein Update in Fortnite und aus irgendeinem kühnen Grund waren da jetzt schon die Event-Files dabei. Wenn ihr wisst, bei Updates werden meistens kurz vor Season-Ende, wenn es ein Live-Event gibt, die Files reingepackt. Aber wir haben jetzt noch 3 Wochen, bis die neue Season offiziell startet, also 20 Tage. Event-Files wurden entschlüsselt, das ist gut für uns. Denn jetzt wissen wir, was grob auf uns wartet. Und zwar habe ich mir mal alles angeschaut und das für euch zusammengefasst. Nummer 1, der Event-Ladebildschirm wurde geleakt. Und zwar dieses Bild hier. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, das ist huge. Also ihr wisst, wenn ein Live-Event online geht und ihr joint dem Live-Event, dann gibt es immer diesen Ladebildschirm, während ihr in die Event-Lobby joint. Und den haben wir gerade. Schaut euch das Bild mal an. Da steht schon, The Chapter 2 Finale, also übersetzt Kapitel 2 Finale, locked, loaded and ready for the final showdown. Wenn wir uns das Bild mal ein bisschen genauer angucken, da sehen wir halt natürlich den Schriftzug, dass da Chapter 2 Finale steht. Das ist schon mal der Indikator, dass, okay, Chapter 2, das war's, danach kommt Chapter 3, neue Map, was uns alles erwartet, aber das wäre nochmal Stoff für ein anderes Video. Wir sagen weiter, in der Lobby heißt es Event The End. Wenn ihr quasi in eure Lobby geht, normalerweise hier den Spielmodus auswählt, dann wäre jetzt hier nicht Solo und 10.000 andere Sachen, dann wäre nur das Event hier. Würde dann halt die End sein, wie Chapter 1, als wir Chapter 2 bekommen haben, da hieß es auch The End, also das Ende. Was mir aufgefallen ist, als ich mir das Bild angeguckt habe, sehen wir nochmal rechts am Rand, sehen wir eine Pump, eine Munitionskasten, Pump, dann Munition und eine andere Waffe da stehen. Und jetzt frage ich mich, was ist das für eine Waffe? Könnte das Infanteriegewehr sein? Wenn ja, das wäre ultra geil, weil ich liebe das Infanteriegewehr. Also das ist nur mal so ein kleiner Anstupser. Könnt ihr selber drüber nachdenken, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was das ist. Von den Skins her würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwas Besonderes ist. Das sind einfach vier Skins. Natürlich Peely, weil es so ein Aushängeschild ist. Ansonsten würde ich nicht sagen, dass es irgendwas mit der Story zu tun haben muss. Kann es natürlich, muss es aber nicht. Und wir haben noch eine Kleinigkeit, und zwar gehen sie auf dem Bild aus Richtung Pleasant Park. Also ihr seht hier, ist da ist der Berg, den ihr sehen könnt mit dem Baum. Da hinten wäre Whipping Woods, Bony Burbs. Also es sieht so aus, als würden sie aus Risky kommen. Sie kommen aber aus Pleasant. Ich kann es nicht ganz erklären, vielleicht wurde das ein bisschen editiert. Jedenfalls kommen wir dazu gleich nochmal dazu. Des Weiteren wurde der Event-Countdown geleakt. Und zwar der Lobby-Countdown. Kennen wir ja schon, dass vor dem Live-Event gibt es einen Countdown in der Lobby und in-game. Wir haben momentan nur den in der Lobby. Der sieht echt ähnlich aus wie alte Countdowns aus Chapter 1, aber das muss jetzt keine zwangsläufige Bedeutung oder Verknüpfung haben. Das könnte einfach Zufall sein. Nummer 3. Der Codename für das Event lautet Guava. Mittlerweile haben wir mehr Infos, und zwar soll dieser POI Guava sein. Er wird mit der Zeit aufgebaut und das scheint auch der Ort im Live-Event-Ladebildschirm zu sein. Ihr seht hier auf dem Bild, das ist bei Pleasant Park, deshalb müssen wir einfach mal warten, ein bisschen gespannt sein. Ihr könnt jetzt schon in-game finden, mal anschauen. Der wird mit der Zeit aufgebaut, je immer mehr Hotfixes und so weiter. Das ist auf jeden Fall interessant. Und das Event soll Funktionen aus dem Imposters-Game-Modus, also aus dem Fortnite Among Us-Modus. Da sollen Dateien oder Funktionen aus dem Imposter-Modus verwendet werden. Das bin ich mal gespannt, da haben die ja ordentlich Zeit und Arbeit reingesteckt. Da sind auch viele coole Funktionen bei. Ich habe den jetzt nicht so häufig gespielt, muss ich sagen. Es ist schon interessant zu sehen, dass da jetzt solche Sachen einfach rüber emigriert werden. Nummer 4. Wir können die Rückkehr vom Schwarzen Loch erwarten. Vielleicht kennen nicht alle von euch das Schwarze Loch. Ich hoffe es jedenfalls, denn das Schwarze Loch war der Begründer von Kapitel 2. Wir sind im Live-Event von Chapter 1 auf Chapter 2 in eine 2 Tage Downtime gegangen. Leute haben ihre Minds verloren, Kinder haben Fernseher kaputtgeschlagen, weil sie nicht dieses Schwarze Loch sehen konnten. Nicht mehr, sie wollten wieder Fortnite spielen, das war ein krasses Ding. Das Schwarze Loch hat Leuten echt Halluzinationen gegeben, die dachten, die sehen Zahlen und was weiß ich. Und wir könnten jetzt nicht unbedingt das Schwarze Loch erwarten, aber etwas Ähnliches. Denn die Season endet offiziell am 5.12. Steht hier. Chapter 2, Season 8 through December 5th. Also können wir rechnen, dass wir eine 2 Tage Downtime bis zum 7.12. bekommen. Warum 2 Tage Downtime? Weil der 5.12. ein Sonntag ist.
Und Season-Updates gibt es immer an einem Dienstag. Das war noch nie anders, das war auch beim Chapter 2 Update nicht anders. Dementsprechend können wir darauf wetten. Ich kann es euch fast garantieren, dass es eine 2-Tage-Downtime geben wird. Das ist auch von Season 7 auf Season 8 war es so, dass wir einen Tag Downtime bekommen haben. Das wisst ihr ja, über Nacht und blablabla war alles down und so. Das war auch beim Kapitel 1 Event so, dass es auf dem Sonntag war und auf dem Dienstag war es dann erst neu da. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und unser letzter Punkt, Nummer 5. Ihr habt bestimmt mitbekommen, über die Season verteilt wurden alte Waffen und Items oder halt auch neue Items in das Spiel gevotet mit dem Vote-System, wo man Gold spendet und so weiter. Wir haben jetzt Informationen, dass die Sachen, die es nicht geschafft haben, also im Vote nicht geschafft haben, in der letzten Woche der Season nochmal ins Game kommen. Das heißt, Boogie Bombs, die Combat SMG und was da noch alles drin war. Was habe ich alles vergessen? Rift to Go und so weiter. Das kommt alles rein. Momentan wird für die Max gevotet. Ich denke mal, ihr wisst alle, was die Macs sind, falls nicht. Hier ist nochmal der Clip, wo die es announced haben. Und für den Mac wird es circa 1 Milliarde Gold benötigt. Die sollen zwar genervt sein, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich verstehe nicht, die Macs haben für mich und für alle anderen, fast alle anderen Chapter 1 Season 10 komplett kaputt gemacht. Keiner hat es mir wirklich gerne gespielt wegen den Macs. Und ja, das ist, wir werden mal sehen. Die sollen auf jeden Fall für das Event auch eine Rolle spielen. Ich bin mal gespannt. Leute, wenn euch dieses Update-Video gefallen hat, dann macht doch gerne mal den roten Abo-Button grau und like das Video. Das würde mich mega freuen. Wir stehen kurz vor den 100 Abonnenten, das ist echt krass. Danke für den Support in letzter Zeit. Und ich will einfach mal sagen, schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder. Haut rein, tschüss.